Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung mit Heiko Behrendt. Ich freue mich sehr, dass er wieder für uns die Zeit gefunden hat und hier mit uns das Webinar veranstaltet. Und natürlich freue ich mich umso mehr, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir schalten direkt mal zum Risikohinweis, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Heiko eventuell den einen oder anderen Trade heute zeigt. Ja, sehr gut, dann schnell rüber. Heiko, ich gebe dir den Bildschirm, wünsche wie immer viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Jo, vielen lieben Dank, Nelson, für diese Einführung. Wir übertragen direkt mal meinen Bildschirm. Und zwar ist das der Bildschirm 4. Zack. Da sind wir auch schon. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich habe es ja mal jetzt ein bisschen so gehalten, so ein bisschen Ausbildungsanteil und ein bisschen Live-Trading. Märkte relativ volatil, instabil, würde ich mal so sagen. Aber nichtsdestotrotz will ich da noch mal ganz kurz vielleicht zwei Sachen als Ausbildung machen. Das eine habe ich heute früh schon bei der Konkurrenz gemacht im Punkt 10 Uhr Webinar, vielleicht auch nochmal so, weil ich es ein wichtiges Thema finde, falls jemand gerade Schwierigkeiten hat. Also vor allem diese gestrige abendliche Bewegung ab 20 Uhr, die war ja gestern schon echt brutal. Und wer sich das im 1-Minuten-Chart anguckt, der denkt sich auch, also sind die alle gar nicht, oder sind sie geistesgestört? Man kann es sicherlich auch von mir aus charttechnisch vielleicht untermauern. Falls ihr aber sagt, ganz ehrlich, ich hatte gestern Abend 20 Uhr absolute Schwierigkeiten mit diesem Anstieg und dieser Kontinuität in dem Anstieg. Dann lasst es mich wissen, dann gehe ich noch mal kurz darauf ein. Ach so, und an der Stelle, ja, ganz genau, Mensch, ja, ich war ganz kurz hier weg. Andreas Müller oder Bernstein, muss ich ja sagen, Andreas Bernstein. Jetzt habe ich deinen alten Namen verraten. Wir werden ja auch gestreamt auf Twitch. Genau. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Genau. Wir werden gestreamt auf Twitch. Zack, haben wir, Nelson, nochmal 130 Zuschauer mehr. Mega! Ja, dann auch von meiner Seite aus. Hallo, guten Tag. Genau. Hallo an alle da draußen bei Twitch. Ich habe zwar 4 Bildschirme, jetzt habe ich mittlerweile hier auf 3 Bildschirmen, wird das hier alles. Genau. Chat, hallo Chat, genau. So, Heiko, jetzt musst du auch liefern. Jetzt muss ich aber, genau, jetzt hier, dann ziehen wir uns den Twitch-Bildschirm wieder auf die andere Seite. Genau. Gut. Ja, super, super, super. Also, an der Stelle also an beides, sowohl an das Webinar als auch an den Stream hier. Schön, herzlich willkommen. Genau, dann also, ich mache immer ein bisschen Ausbildung. Hier geht es vor allem für die, ich sage jetzt nochmal für die Twitch-Leute, heute FX Flat als Anbieter von Futures im MetaTrader 5, kostenfrei dazu, den Stereo-Trader. Und das Ganze zeige ich so ein bisschen. Und vielleicht gehe ich auch nochmal auf den Fakt rein, vielleicht am Ende so ein bisschen oder wenn im Markt nichts los ist, kann man auch mal kurz zeigen, CFD-Handel in Kombination mit Level 2 Trading im Future. Also Level 2 sich im CFD anzeigen zu lassen, total klasse Sache für alle, die es halt nicht kennen. Also vielleicht das auch nochmal für die Twitch-Zuschauer, denn da sind wir ja neu sozusagen jetzt dabei. Also wenn euch das interessiert, schreibt es einfach rein, dann machen wir das am Ende nochmal. Thema für mich aber trotzdem heute erstmal am Anfang ganz kurz nochmal Chaos im Chart. Ich fand gestern den Chart auch ziemlich chaotisch. Was meine ich damit? Wie gesagt, ich fokussiere mich hier hauptsächlich auf den Nasdaq Future und hier im Speziellen auf den Micro Future, den MNQ ist die Abkürzung dafür. Und da seht ihr das Ganze, ich muss mal hier nochmal mein Bedienpanel noch ein bisschen rüberrücken auf den anderen Bildschirm. Genau, hier seht ihr mal ein Beispiel, einen etwas älteren Chart, den haben wir das letzte Mal schon gezeigt, oder den habe ich schon das letzte Mal schon gezeigt. Und zwar, dass sich der Markt manchmal halt ganz katastrophal, ihr seht hier einen 1-Minuten- und einen 5-Minuten-Chart zur Orientierung. Und da seht ihr hier eine ganz starke Bewegung in die eine Richtung. Ja, dass sich manchmal die Märkte ganz plötzlich bewegen. Wie gesagt, hier der Nasdaq Future
Entweder hoch oder runter, relativ schroff und schon radikal, würde ich mal sagen. Und dann haben wir plötzliche Drehungen, zum Beispiel auch öfters mal nach langen 1-Minuten-Kerzen gesehen. Ja, wie gesagt, das war auch letztes Mal jetzt Ausbildungsthema, also wie gesagt, das gleiche jetzt aktuell, das neue kommt jetzt gleich. Also da seht ihr diese Drehpunkte. Ja, plötzliche Drehung nach einer langen 1-Minuten-Kerze. Also der Markt halt vor allem. Ganz, ganz fies finde ich ja hier oben am Hoch das. Warte mal, wo ist mein Zeichentool? Ja, ich wollte hier mein Zeichentool haben. Ah, da ist es. Genau. Ja, also man sieht jetzt hier die 5-Minuten-Kerze, die hier blau hinterlegt ist, die schließt hier oben. Ah, gelb ist jetzt nicht so richtig gut. Oh, blau. Ja, die Kerze schließt hier die 5-Minuten-Kerze und jetzt kommt die nächste 1 Minute, die geht nochmal über das Hoch dieser 5-Minuten-Kerze drüber und dann komplett hier Retour. Und wer da irgendwie prozyklisch über ein Hoch einer 5-Minuten-Kerze handelt, als in dem Falle, ja, es ist schon, man hat keine Chance, ohne Verlust da rauszukommen. Ja? Also das ist echt, finde ich halt schon ziemlich brutal. Ja? Genau, oder dann haben wir auch Richtungsänderungen, wenn der Markt halt lokale Hochs und Tiefpunkte einfach rausnimmt. Also hier zum Beispiel, wir fallen nochmal durch das bisherige Tief da durch, dann steigen wir. Ja, oder wir laufen 15, 20 Minuten seitwärts, nehmen nochmal das Hoch raus und fallen dann oder laufen dann auf die ganz andere Seite. Ja, ja oder auch hier nochmal ein Tief rausgenommen und dann erst gestiegen. Also das ist das, was wir halt ziemlich oft halt sehen. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal den 5-Minuten-Chart vom Montag anschauen, vom 7., oder? Nee, gestern. Nee, von gestern, sorry. Dienstag, der 7., heute ist ja der 8. Ich habe jetzt mal die hohe Volatilität dort weggelassen, die dann ab 18:40 Uhr da kam mit Jerome Powell. Aber da sehen wir es auch. Also wir haben hier im 5-Minuten-Chart, dass der Markt dann halt 15 Minuten am Stück geht oder hier lange 5-Minuten-Kerze, dann 15 Minuten seitwärts und dann wieder lange 5-Minuten-Kerze halt nach oben. Oder halt dann diese Richtungsänderungen. Ich hatte gestern ja Live-Trading auch bei einem anderen Broker gehabt. Ja, das Hoch kurz rausgenommen. Dann fällt der Markt wieder nach unten. Dann nimmt er halt das Tief raus und dann steigt der Markt halt. Und wir haben das hier auch schon auch als Ausbildung mal gehabt, dass man da halt schauen muss. Und da ist es dann halt schon so, dass man hier gucken muss, wie kommt man in diesem Chaos aktuell zurecht. Und das werden wir uns mal angucken, ob das uns heute irgendwie gelingt, da im Future Trading, dass wir dort entsprechend ja, einen Einstieg halt finden oder nicht. Ja, also ich gucke hier gerade mal. Ich meine, das Thema, dass der Markt auch manchmal so sehr chaotisch ist, das kommt halt immer wieder vor. Und ja, da muss man mal sehen, wie das denn heute hier wird. Die Lösung davon ist es, entsprechend bei den, oder das sind genauso diese zwei Extreme halt, ja. Ich habe halt immer die, oder ich muss halt immer überlegen, jetzt läuft der Markt halt 5 Minuten in eine Richtung nach oben, nochmal 5 Minuten, kann ich in der Kerze hier nochmal nach oben einsteigen, also, oder kann ich drin bleiben? Oder sehen wir, dass dann der Markt dann plötzlich hier umdreht und komplett wieder retour geht? So, und wenn aber der Markt halt jede 5-Minuten-Kerze, sowas wie hier gestern, in jeder 5-Minuten-Kerze Retour macht, also über das Hoch drüber und fallen, unter das Tief drunter und steigen, dann habe ich halt nur ein Problem, wenn ich halt in diesem prozyklischen Denkweise handle. Ja, dann ist es ja nur so, dass wir halt eine Kerze nach oben gehen und die nächste Kerze dann, ich ändere mal die Farbe, die nächste Kerze dann vielleicht drüber laufen, aber trotzdem tief schließen. Ja. Und wenn ich da irgendwie einen Trade hier drin habe, als Beispiel dann hier oben einen Long Trade drin habe, Farbe, hier. Ja, wenn ich hier einen Long Trade drin habe, habe ich ein Problem. Wenn ich hier den Long Trade drin habe und der Markt läuft weiter, dann mag es noch okay sein. Ja. Und genau dieses Extrem muss man jetzt versuchen, halt irgendwo zu handeln. Und mal sehen, ob uns das heute gelingt und ob man da einen Zugriff auf den Markt halt hat. Das hat gestern auch relativ lange gedauert, bis sich der Markt dann so entwickelt hat. Wir konnten, also ich konnte zumindest gestern dieses Tief relativ gut lesen, wie der Markt sich dann so nach oben bewegt hat. Aber nicht, also ich habe es dann trade-technisch nicht weiter so umgesetzt. Ja.
Thema, vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen, war dann so ein bisschen das Thema der Außenkerzen. Das haben wir aber hier auch schon behandelt. Ihr könnt bei FX Flat, gibt es eine Playlist, glaube ich, auch von dem Future Handel mit mir, und da findet ihr auch immer die Ausbildungsanteile mit dazu. Ja. Stelle ich mal rein den Link. Genau, kannst du gerne mal machen. Jo. So, dann, ich habe jetzt hier nur PowerPoint, ich habe jetzt hier gar nicht irgendwelche Märkte so nebenher im linken Auge offen, doch jetzt. Dass ich noch ein bisschen was sehe, wie gesagt, heute um ja, ein paar Minuten redet, spricht Williams. Also da haben wir auch noch mal einige Speeches heute. Ich muss jetzt selber noch mal gucken, 15:15, 16:45 und dann irgendwie abends um 19 oder sowas noch mal. Aber bevor ich da Quatsch erzähle, da kann man noch mal reingucken. Wie gesagt, und da kann es halt immer mal wieder volatil werden. Ich hole das mal hier mit euch her. So, da haben wir es hier. 15:15 Williams, 16 Uhr Bar und 19:45 Waller. Ed Waller. Genau. Alright. Mal gucken, ob da nochmal was losgeht. Okay. So, also das soweit zu diesem Thema. Und wenn wir uns jetzt nochmal also das ist, wie gesagt, die Hauptschwierigkeit für heute, finde ich, oder könnte ich mir vorstellen im Markt. Und dann würde ich nochmal gerne darauf eingehen, weil es auch für Future-Händler sicherlich interessant sein kann, einfach nochmal auf den gestrigen Handel hier eingehen. Und zwar, ich würde mir hier nochmal. Ich suche gerade meinen S&P 500. Also es betrifft halt vor allem dem Handel im S&P 500. Ich meine, die Märkte sind ja miteinander verflochten, weil die Top-Werte auch mit im S&P 500 sind, auch mit im Nasdaq vertreten. Also vor allem Apple ist ja auch im S&P 500 mit einem Schwergewicht und so weiter. Und wir machen hier mal kurz den S&P 500 auf, und um das nochmal zu zeigen, wie der S&P 500 gestern hier nach oben gerissen wurde mit relativ hohen Voluminas. Also klar, wir hatten jetzt hier das Thema mit Paul. Ich muss das hier nochmal neu starten, das Tool. So, wir hatten ja gestern das hier mit Paul, sind die Märkte halt hier ein bisschen durchgedreht. Und dann gab es dann hier so ab 20 Uhr dann diesen Drive auf der Oberseite. Danach halt trotz dieser schnellen Bewegung halt nur so ganz kleine Korrekturen und dann wieder höher, wieder relativ kleine Korrekturen. Und hier das einzige Mal, wo man ein bisschen gefaked hat. Aber dann seht ihr auch, jede 1-Minuten-Kerze eiert der Markt so hoch und beschleunigt sich noch nach oben hin. Und das liegt meines Erachtens daran, dass hier, und das ist auch mittlerweile in einigen Foren oder auch also vor allem auch bei Twitter und so weiter, schon eine Sache, dass halt das Optionsvolumen mittlerweile so eine Größe erreicht hat, dass die Hedging-Aktivitäten einfach auch einen großen Impact auf den Markt haben. Das heißt, wenn ich als Kunde einen Long Call kaufe, also ich schreibe einfach mal Long, C für Call, eine Long Call kaufe, sieht jetzt vielleicht nicht ganz so schön aus hier. Ja. Eine Long Call kaufe und ich bin auf der anderen Seite im Optionsmarkt der Market Maker, dann bin ich schreibe es mal jetzt nur so, Short Call, SC. Und diese Position, die muss halt ausgeglichen werden, indem man im Future, also das ist der Hedge dahinter, indem man im Future das Ganze hedgt. So. Und das ist halt eigentlich kein Problem, das Ganze, wenn halt die Volumina so hoch sind, dass sie halt auch nicht marktbeeinflussend sind oder vielleicht nur ganz kurz. Aber wenn jetzt hier entsprechende Positionen gehandelt werden, die in den Hunderttausender-Bereich gehen, wir hatten jetzt in der Spitze, glaube ich, schon Tage gehabt, wo das Volumen für Optionen, die am gleichen Tag verfallen, also die laufen nur von früh bis abends, die Optionen, dann sind sie weg, über 100.000 Kontrakte betragen hat. Und diese 100.000 Kontrakte, wenn ich die halt hedgen muss als Market Maker, ja, und ich muss hier im S&P 500 Future irgendwie, keine Ahnung, 50.000, 60.000 Kontrakte kaufen, dann sorge ich einfach dafür, dass ich
Und ich habe keine Zeit, weil am Abend sind ja die Auktionen wieder weg. Und ich kann es mir auch nicht leisten, das auszusitzen, weil jeder Punkt sind da hunderttausende Dollars. Und da muss ich dann halt, da bewege ich den Markt halt dann ganz klar zu Ungunsten, ja, weil ich sozusagen hier als Market Maker Short bin. Ja, ich bin als Market Maker Short, was der andere Long ist, ja, und muss dann diese Position im Future-Markt hedgen, indem ich entsprechendes Äquivalent dann kaufe. Ja. Und je schneller der Markt dann steigt oder je stetiger er steigt, und dieser Sog führt halt einfach dazu, dieser Impact dazu, dass der Markt halt wie gestern halt 2 Stunden am Stück ohne eine nennenswerte Korrektur einfach nur steigen kann. Ja, und man ist jetzt dabei, es hatte wohl auch schon andere Sphären erreicht, sodass man überlegt, ob man diese Optionen, die am gleichen Tag auslaufen, also keine 24 Stunden laufen, dass man die halt irgendwie anders reguliert. Und eine dieser Bewegungen, also was ich mir nur vorstellen kann, rein von der Struktur her, ist das hier genauso eine Struktur, dieses stetige nach oben gekletter. Und das Problem für uns ja als Trader ist, klar, wir haben jetzt ja keinen Vorteil, weil wir nicht wissen, wie lange läuft die Order, also oder ist die halt jetzt hier fertig. Das wissen wir halt nicht. Aber was man auf alle Fälle sagen kann, wenn sowas so aussieht, wie es gestern aussah und sowas sieht man im Markt, dann ist es extrem schwer. Also egal, auf welche Art und Weise man sich da entgegenstellt, man wird damit keinen Schnitt machen und nur auf die Mütze bekommen. Ja. Von daher darauf achten, wenn ihr solche Strukturen seht. Also sowas merken, ja, also vor allem hier diese Phasen, wo man denkt, nach einer langen Bewegung, da könnte doch jetzt mal Schluss sein. Also zum Beispiel sowas hier oder sowas hier, ne? Wenn man vielleicht noch irgendwo drüben Widerstandszonen hat aus einem Chart oder was ich jetzt auch selbst durchs Hoch hier. Ja. Und vor allem wichtig halt hier zu gucken, so die letzten 10 Minuten im Markt sind mittlerweile, können unter Umständen relativ kritische Bewegungen mittlerweile auch auslösen. Also ich hatte einen Artikel auch gelesen, dass Leute davon ausgehen, dass wenn es mal einen Tag gibt, wo es mit diesen Optionen mal schief geht, dass die sozusagen den nächsten großen Crash auslösen könnten. Wie gesagt, das Volumen ist extrem hoch. Ja, ich habe jetzt, ich könnte hier nochmal, oh, kann hier mal googeln. Volumen 0 DTE. Da sieht man das Ganze nochmal. So, das ist jetzt, ich habe es woanders gefunden, aber das ist das Bild, was einfach mal zeigt, das Volumina in diesen, es war jetzt hier ein italienischer Artikel, aber die Grafik wurde von vielen jetzt auch benutzt. Ja, und man sieht jetzt hier, klar, wo das Volumen hier damals so klein war, da hat es keine Sau interessiert. Ja, das ist halt alles normal. Das kriege ich halt gehandelt, vielleicht auch noch hier diesen Bereich. Aber jetzt hier oben über 50% drüber zu gehen, jetzt im Quartal 1, 23, also jetzt aktuell sozusagen, wie gesagt, in der Spitze glaube ich, das höchste waren 48% des Handelsvolumens sind in Optionen reingesteckt, reingefropft, die halt am Abend nicht mehr da sind. Ja, und das ist schon, das ist dann schon krass. Ja. Genau, also da, ja, das dürfte, also das finde ich halt schon ziemlich spannend, das Ganze, und mal gucken, wie sich das entwickelt. Und diese Flows zu hedgen, also solche exorbitanten Positionsgrößen zu hedgen, das hat dann einen Impact ganz klar auf den Future-Markt. Ja. Genau. Gut, also das nochmal so als Idee, für was die Märkte auch bewegt oder in eine Richtung geben kann, ist halt, wenn da solche Positionsgrößen halt reinkommen, dass die so einen Market Impact haben und dass man, also falls ihr merkt, man kann das für sich auch nicht mehr erklären, dann könnte das genauso ein Thema sein. Ja, also fernab von jeglicher Charttechnik.
Gut, wir haben für heute jetzt noch 8 Minuten bis zur Eröffnung. Und wir schauen dann mal, was so der Nasdaq uns hier so anzubieten hat. Ich fange mal von oben aus an, rein analytisch. Oder ich gehe dann noch, oder bevor wir die Analyse machen, so ganz kurz, was seht ihr auf dem Trading Screen? Also, ihr seht hier ganz links die Einzelaktien, das sind so die Top-Werte auf der linken Seite. Da geht es einfach darum, so ein bisschen zu sehen, welcher Wert macht wie Action. Laufen alle Werte in eine Richtung? Ja, das ist halt auch so. Gestern sind halt wirklich die Werte so ziemlich in eine Richtung gelaufen. Und ihr seht das auch hier, dass selbst wenn man hier wahrscheinlich verkaufen wollen würde, ja, wenn ihr das seht hier, wie krass da die Einzelaktien, hier ist das Bild jetzt ein bisschen zusammengeschoben, nach oben gezogen worden sind. Dass selbst wenn man da in der Einzelaktie verkaufen würde, kommt man ja gar nicht mit. Oder überhaupt nicht vorwärts, ja. Und wenn das so relativ identisch aussieht bei vielen Aktien, dann ist auch so, dann kann man auch deutlich sagen, dann kommt der Flow aus dem Future heraus. Also dann ist der Future der dominante Markt und da hilft dann so ein Blick in die Top-Einzelaktien schon auch hier und da mal. Dann habt ihr in der Mitte, da wo ich hauptsächlich handle, ja, also in der Mitte auch von meinem Bildschirm, den ich hier zu Hause habe, da ist ein 1-Minuten-Chart und ein 5-Minuten-Chart verschachtelt mit dem Tool, mit dem X-Frame-Tool. Jetzt habe ich es durchgestrichen, ja, mit dem X-Frame-Tool. Das findet ihr, wenn ihr auf, kann ich euch dann nochmal zeigen, wenn ihr auf Installation geht und dann X-Frame installiert. Damit kann man diese beiden verschachtelten Zeiteinheiten sich anzeigen lassen. Und dann habe ich hier noch zwei gleitende Durchschnitte drin, weil da immer die Frage kommt, was sind das für gleitende Durchschnitte? Der blaue ist der kleinere, ist der EMA 30, also EMA 30. Und der rote hier, das ist der EMA 100. Ich wiederhole mich da zwar auch, aber wie gesagt, es gibt ja auch immer Leute, die das noch nicht kennen. Die nutze ich einfach nur, wenn der Markt halt in dieser Schwankungsbreite halt rumwackelt. Wenn der Markt den passenden Rhythmus dazu hat, dann kann man das schon mal nutzen, um halt da auch mal einen Einstieg zu finden. Ja. Das ist durchaus möglich, genau. Dann auf der rechten Seite für den groben Überblick habe ich hier dann den H1-Chart offen und hier unten sind nochmal zwei drinne. Das ist nochmal M5, aber das mache ich dann auch meistens aus, M5 und M15. Ja, so. Genau, aber da switche ich hier und da mal hin und her. Ja. Genau, also kann auch sein, dass ich den ausmache und dann lasse ich dir den M15 einfach. Ah nee, halt M15 H1 hatte ich jetzt gerade an, genau. Sorry, M15 H1. Ja, also das sehe ich, wie der so ein bisschen läuft. Und ich ziehe das dann hier immer so ein bisschen drüber, weil so habe ich dann hier die Uhrzeit auch, wie lange das noch braucht. Ja, von der Analyse her, egal jetzt, ich mache es mal hier in der Phase. Also wir haben gestern extrem volatiles Hin und Her gesehen in diesen paar Stunden hier. So, jetzt steht der Markt nun da mittendrin. Jetzt ist die Frage, sehen wir von hier aus direkt nochmal einen Zug auf der Oberseite in Richtung der Widerstände, also der letzten lokalen Hochs? Oder aber sehen wir hier so ein bisschen eine Korrektur? Also der Anstieg nach oben wäre auch gleichzeitig ein Gap Close. Wenn man jetzt mal den Schlusskurs von gestern nimmt, eröffnet der Markt ein bisschen tiefer. Vielleicht kommen wir da nochmal hin, dass wir den Schlusskurs mal erreichen. Also ein ganz klassischer Gap Close Trade. Und oder sehen wir, dass der Markt jetzt hier die Korrektur ein bisschen ausweitet und sich schlussendlich dann wieder auf den Weg macht, in den Haupthandelsbereich dieser letzten beiden Tage nach unten zu fallen. Das ist so die Idee, die ich da nur habe. Hier zwischendrin, in diesem ganzen Bereich hier, wo der Markt halt einmal, also da einmal hoch, einmal runter und wieder hoch vorbeigekommen ist, da finde ich, glaube ich, da muss man mal sehen, ob da der Markt hier Orientierung findet. Keine Ahnung. Ja. Also die Ausgangslage finde ich alles andere als schön, ganz ehrlich. Und da mal gucken, was da heute passiert. Ja. Am Ende muss der Trade zu mir kommen und ich nicht zum Trade. Ja. Genau. Und dann schalte ich hier mal auf den 1-Minuten-Chart. So. Genau.
Ja, und da sieht man jetzt hier zumindest, dass der Markt sich so ein bisschen im Sinne der kleidenden Durchschnitte so ein bisschen nach unten hangelt. Wir haben erst in 3 Minuten jetzt Eröffnung. Meistens warte ich jetzt auch eher die ersten paar Minuten ab. Den einen Tag war es auch schon wieder so gewesen, da ist der Markt, glaube ich, erst 50 Punkte in die eine Richtung nach oben gerannt und dann direkt 90 Punkte in die andere Richtung nach unten. Ja, und um sowas halt oder 3 Minuten nach oben und dann die nächsten 3 Minuten Vollgas wieder nach unten. Also um das halt, um da nicht dabei zu sein, da warte ich meistens mal Minimum die erste 5 Minuten Kerze, handle ich halt nicht. Ja, liegt auch daran, dass halt dort auch entsprechende besondere Orders halt abgewickelt werden, nämlich erstmal müssen die Einzelwerte an den Markt rankommen. Wenn die nicht so reinkommen, wie sie jetzt gerade vor 15:30 Uhr getaxt werden, dann gibt es dann dort Arbitrage-Möglichkeiten, die halt von den Systemen ausgenutzt werden. Ja, also als Beispiel, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wo eine Apple-Aktie reinkommt, aber die kommt mal als Beispiel jetzt nicht so rein, wie man das gedacht hat mit den ersten Kursen. Und dann kann es halt sein, dass der Markt dann halt innerhalb von einer Sekunde dann 40 Punkte nach oben schnippt oder nach unten schnippt, was auch immer er denn da vorhat. Na, wie gesagt, ich bin das Bild, also auch die Vorbörse, ich finde es extrem hässlich hier, wenn man sich mal den Chart zusammenschiebt. Aber ich will mich jetzt nicht schon in so eine Phase reinbringen, wo ich von vornherein sozusagen mal so einen angenervten, vom Markt angenervten, oder wo der Markt mir sozusagen sagt, ja, kommt nervig, mach halt nichts. Also wir warten mal die Eröffnung ab, vielleicht hält sich das Bild ja auf, aber der gestrige Tag war auch schon ziemlich anstrengend. Ja, und von daher müssen wir mal gucken, was das heute wird. So. Bin ich gespannt. So, dann nutzen wir mal die Zeit hier noch so ein bisschen für Fragen. Mal kurz gucken. Ja. Und dieses Bild, das, was ihr hier seht, ja, also da könnte es auch sein, ja, also dieses, das Interessante ist, wenn man die, na, jetzt ist die Öffnung wieder so schnell, das ist auch krass, auch ganz selten. Ihr seht jetzt, wie schnell das hier hin und her geht. Und der Markt ist zurzeit so schnell, dass hier mein Dom das nicht gebacken kriegt, das ordentlich anzuzeigen. Also die Orders sind so extrem schnell. Und dabei habe ich einen Rhythmic-Datenfeed. Und ihr habt gerade gesehen, das wird dann wie so ein bisschen nachgezeichnet, weil das so extrem schnell ist, dass es den Dom da crasht. Ja. Der kommt da nicht nach. Moment, der ist noch oben bei 23 und hier ist der Kurs schon bei 10 unten. Das ist völlig abgefahren. Also, ja. Deswegen, also. Ja, ist schon krass. Also da kommt der Markt nicht hinterher mit der Volatilität. Ja, müssen wir wahrscheinlich ja irgendwie bald neue Sachen einführen, dass man da mitkommt. Also das ist, wie gesagt, auch absolut krass, sowas zu haben, dass der Dom halt da nicht hinterherkommt. Ja. Da kann ich ja gleich wieder ausmachen. Es war gestern auch schon so. Da dachte ich, was ist hier los? Ja. Ja, abgefahren. Ja, gut. Wird alles nachgezeichnet, deswegen sieht das so aus, wie es jetzt ausschaut. Ne? So, jetzt sind wir schon wieder oben. Ja? Das waren jetzt ja gerade mal von hier unten. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden hat es gedauert? 27 Punkte für, keine Ahnung, 3 Sekunden, 5 Sekunden. Ja, da kommt bei mir, da streikt die Software. Krass. Ja, okay. Ich mache das hier mal aus, weil, wie gesagt, das bringt uns jetzt hier auch nicht weiter. Aber es kann auch sein, es kann natürlich auch sein, dass das mit der Webinar-Software und den Ressourcen hier, dass einfach das da so ein bisschen blockt und gefressen wird. Genau. Aber was ich sagen wollte, dieses Bild, was ihr jetzt hier seht mit dem Level 2, das könnte hier auch der CFD sein. Also jetzt ist es, ihr seht es hier oben, MNQ, H23 ist Verfall März.
Aber das könntet ihr auch, das Level 2 euch anzeigen lassen im, könntet ihr euch auch anzeigen lassen im, na, hier im CFD, das Level 2. Ja. Also wenn man die Futures abonniert hat als Datenfeed, dann. Genau, und das ist halt der Grund, warum ich halt die ersten 5 Minuten Kerzen nicht handeln wollen möchte, weil klar, wenn man jetzt hier oben mal klickt und denkt, ah, jetzt geht's halt weiter, ja, also nur mal so die Gedankenspiele, die jetzt hier, die man vielleicht hier hat, also zumindest ich habe, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also jetzt der Markt fällt in einer Minute hier nach unten, dann denkt man, okay, ein paar Sekunden schnippt er hier nach oben, ja, dann haut man hier oben vielleicht den Long rein, weil man davon ausgeht, dass die Kerze dann halt doch oben schließt die nächsten 3 Minuten und dann sieht man, die eine Minute ist fertig und die nächste Minute macht hier Vollgas durch das Tief. Und genau das ist der Grund, warum ich die erste 5 Minuten Kerze nicht handle. Es gibt natürlich auch Tage, wo man, wenn man reinhüpft nach einer Minute, der Markt halt wirklich 5, 6 Minuten an einem Stück durchrennt. 100 Punkte gibt es ja auch. Ja, aber sowas kostet mich dann am Ende eventuell mehr als, oder was man sich vielleicht auch gar nicht vorstellen kann. Also, dass man dann sagt, okay, dann bleibe ich hier an der Seitenlinie. Ja, so. Genau. Ja, rein vom Widerstand her hat er jetzt mal hier diesen kleinen Widerstandsbereich gehalten. Also das hat schon so weit gepasst. Ja, mal gucken. Gut. So, da oben kommt die Microsoft rein. So. Na gut, also wenn wir mal gucken, was die erste 5 Minuten Kerze macht. Und abwarten und Tee trinken. Also das Level 2 kann schon interessant hier und da mal sein. Wenn man da mal größere Orders sieht im Nasdaq hier, ist es jetzt für mich nicht so relevant, weil, aber wenn man sich das im FDAX mal anguckt, das heißt, man handelt den DAX CFD und hat dann darunter das Level 2 vom DAX Future, dann kann das schon hier und da schon mal interessant sein. Also, was für eine schöne 5-Minuten-Kerze. Also, wir können ja rechts mal auch auf den 5-Minuten-Chart gehen, damit man es sieht. Also, wenn man jetzt hier mal zusammenrechnen würde, was die Kerze gerade an Meter abgespult hat, ist das halt auch schon Horror, ne? Also, erst Eröffnung kurz runter, 10 Punkte, dann 20 Punkte hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch, dann von dort aus, von dem Hoch aus wieder fast 50 Punkte runter und jetzt wieder hoch in der ersten Minute. 20. Ordentlich Meter gemacht. Gut, also genauso eine Kerze mit Docht und Lunte war zu erwarten, vielleicht sogar, und genauso eine Kerze will man eigentlich als, also ich zumindest nicht sehen. Also das ist auf alle Fälle schon wieder schwierig. Ja. Ja, FX Flat als solches ist natürlich auch, hat auch einen genialen, also jetzt mal ab von, wo ich hier gerade schon so ein bisschen was sehe bei Twitch, also vom Spread her FX Flat im DAO CFD halt auch genial gut mit einem Punkt, glaube ich, habt ihr, ne, Nelson, einen Punkt im DAO oder ist es ein bisschen höher? Ja, korrekt, ja. Ein Punkt, ja. Ist natürlich auch gigantisch gut, ja, keine weiteren Kosten. Positives Slippage, wenn man im Stair Trader schön Take Profit eingibt, dann zack, kriegt man auch mal einen Punkt positives Slippage. Ja, also das passt dann schon. Also das heißt, die wird auch weitergegeben. Gut. Ja, mal sehen. Also ich glaube, das ist so ein Bild, wo ich halt schon auch ein bisschen warten muss, bis sich was ergibt. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt einfach sagt, dann, okay, ich klicke jetzt mal da unten direkt rein. Jetzt habe ich das Problem, dass wir halt so eine erste große Kerze haben ohne eine Entscheidung. Also wir haben Docht und Lunte unten rechts, da seht ihr das ja im 5-Minuten-Chart. Und der kann jetzt natürlich versuchen, in die Lunte reinzuhandeln, also in das Tief von der letzten 5-Minuten-Kerze, kann aber auch genauso versuchen, wieder hochzugehen. Ja, also das ist dann schon, ja, mal sehen, was sie da vorhaben.
Wahrscheinlich kann ich hier in Ruhe Kaffee trinken. Also wenn ihr Fragen habt zum Trading, dann könnt ihr mir die auch gerne stellen. Weil, wie gesagt, ich jetzt aktuell hier kein Setup habe. Parallel ist der Fat Williams hier gerade auch dabei, Statements abzugeben. Ah, okay. Ich habe jetzt, das ist mein normalerweise habe ich jetzt immer noch mein Dings offen, mein TweetDeck, wo ich dann noch reingucke. Oder halt, ansonsten nutze ich halt, bei sowas nutze ich dann halt immer das kann, weil die den Ton überliefern als Squawkbox, als deutsches Squawkbox, wo mir die Nachrichten auf Deutsch reingebracht werden über Traders Talk. Aber man kann zweimal GoToWebinar nicht anmachen. Genau. Right now, our economy is far more than, naja. Ich sehe es gerade schon auf dem Ticker laufen. Genau, erstmal warten, bis die Amis aufgeraucht haben. Ja, so, erste Zigarette. So, hier oben, das hat erstmal ganz gut gehalten jetzt hier, der Widerstand. Mal sehen. Schaust du eher nach Long oder Short? Also ich bin bei dem Bild, ja, also bei dem Bild ist es so, ich würde. Also unterstelle ich mal, dass der Widerstand hier oben hält, dann wäre schon der Short die interessantere Alternative. Longs würde ich, wenn dann irgendwo hier unten in dem Bereich suchen. Wenn jetzt der Markt nach oben ausbricht, da muss man ja mal gucken, ob das halt ein echter Ausbruch wird. Also die Frage wird dann für mich ja sein, okay, ziehen wir jetzt nach oben durch, um halt auf der rechten Seite im Stundenchart zu sagen, okay, wir versuchen hier wieder nach oben zu gehen. Oder ist das so eine fiese Falle? Das, was wir gerade vorhin im Ausbildungsanteil hatten, Markt geht durch ein lokales Hoch durch und fällt dann runter. Das ist das, was ich dann halt gucken müsste. Ne? So. Einen Breakout-Trade mache ich definitiv nicht. Also zu sagen, ich gehe jetzt hier oben als Ausbruch long, da bin ich bei dem Markt und bei der Schnelligkeit im Nasdaq nicht, bin ich kein Freund. Also man kann es sicherlich handeln, indem man vielleicht auch mit einem Stereo Trader relativ knapp stoppt das Ganze. Aber wie gesagt, den Breakout würde ich nicht machen, weil wenn der in der Minute jetzt direkt umdreht, also die Minute wieder unten schließt, dann ist der Trade, also der direkte Ausbruch, nicht mein Trade. Mal gucken, wie die Minute jetzt hier schließt. Also das wäre mir nichts, ne? Vor allem, wenn ich jetzt die letzten beiden Tage im Blick habe, wie halt der Markt da typischerweise gelaufen ist, dass er halt über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze auch eher nach unten fällt, ja. Und wie gesagt, das wäre jetzt das typische Beispiel. Das wäre jetzt eher ein Short Trade, also das könnte man tatsächlich ja, hier als Short handeln. Jetzt wäre es wichtig, dass er natürlich das Tief der letzten Minute dann bricht und dann würde ich mal gucken, ob man dann den Short nochmal nehmen kann. Aber das ist genauso eine Falle, die möchte ich nicht. Deswegen der Breakout aktuell handle ich nicht. Ja. Also wer selbst auch hier unten mal als Beispiel das Tief geschortet hat, in der Phase, also hier das Tief geschortet hat, ja, man sieht ja, man war halt innerhalb einer Minute mal ganz kurz ein paar Sekunden vorne in das Stück und am Ende der Minute war man schon wieder im Minus. Ja. Also wenn man da unter dem letzten Tief genau das gleiche auch hier, also Breakout-Trades sind aktuell nicht wirklich kann immer mal funktionieren, aber ist schon schwierig, ja. So, das ist eigentlich ein Box-Setup sogar. Nachteil an der ganzen Geschichte ist, wir haben hier unten so eine lange Lunte. Sagen die Einzelaktien. Ja, interessant wird es natürlich, falls hier Microsoft heute nochmal zurückkommt oder so. Ja, ganz knapp getriggert. Mal gucken, ob der ausgestoppt ist. Aber allein das hier sind schon, naja, gut, 20 Punkte. 20 Punkte Stop-Loss sind im Micro-Future $40 halt Loss. Und das halt für eine Minute. So. Dann nochmal hier eine Frage. Ich mache hier kurz rein. Also, wie gesagt, können wir noch nicht entscheiden, irgendwas zu machen. Ist aber auch vielleicht eine wichtige Erkenntnis. Ja, ich sehe das oft, dass egal jetzt in Discord-Gruppen, Facebook-Gruppen, wie auch immer,
dass man manchmal das Gefühl hat, oh, jetzt 15:30 Uhr, man muss Attacke machen. Ja, klar, zur 15:30 Uhr, wenn die Volatilität so ist, dass sie auch für mich zumindest passend ist. Aber ich blicke halt immer so die letzten, oder ich habe immer in Erinnerung, wie ist die Eröffnung die letzten 2, 3, 4, 5 Tage gewesen. Und da muss ich sagen, ist sie für mich, also in meinen Augen, eher chaotisch. Und dann halte ich mich auch zurück. Es war jetzt sogar so gewesen, den einen Tag, dass ich sogar erst um 17 Uhr angefangen habe zu handeln, weil da der Markt dann irgendwie so ein bisschen ruhiger war und eine Struktur aufgewiesen hat, wo ich sage, ey, damit kann ich was anfangen. Ja, da saß ich zwar jetzt nicht permanent vorm Rechner, aber da habe ich dann gesagt, okay, vorher habe ich jetzt auch nichts gesehen. Ne? So, dann noch eine Frage. Frage von Pascal, ich lese mal kurz vor. Also so richtig hat der Ausbruch, also das, also der Fehlausbruch, dass der Markt nach unten fällt, hat nicht geklappt. Also der Markt ist hier nicht deutlich nach unten gekommen. Wir haben es nicht geschafft, dieses Tief, dieser Kerz rauszunehmen. Und jetzt versucht der Markt hier so ein bisschen den Drive nach oben. Und wir sehen jetzt hier schon immer, also hier haben wir es jetzt einmal gesehen, unter dem Tief und hoch, hier leicht unter dem Tief drunter, wo es eigentlich mein Short-Signal wäre. Hoch, also mal sehen, vielleicht sehen wir doch hier eher den Drive auf der Upside und versuchen hier die Stunde am Ende um 16 Uhr über dem Tief dieser letzten Stunde zu schließen, vielleicht um dann nochmal höher zu kommen. Also das wäre jetzt aktuell meine Gedankenlage, kann sich aber sekündlich auch drehen, aber das wäre jetzt dann doch eher der Ausbruch. Also hat der Ausbruch im zweiten Anlauf geklappt. Ja, aber da bin ich jetzt nicht drin. So. Heiko, nutzt du Limit Orders oder gehst du eher Market rein, da du immer den Candle Close abwartest? Also, nö, ich warte jetzt nicht immer den Candle Close ab. Aber hier im Nasdaq würde ich vorwiegend limitiert handeln, weil das Ding so schnell ist. Also, das Limit wird eigentlich meistens, also, mal jetzt in der, wenn man jetzt, wenn er hier nochmal drauf schaut, okay, wenn ich jetzt Market klicke, kann es sein, ich bekomme den Fill zu 12.750, aber innerhalb der Sekunde war es ja auch so gewesen, dass man hier auch bei 47 war. Also wenn man Market klickt, kann es halt sein, man ist viel zu teuer drin, weil die Bewegung so rasend schnell geht, ja, dass man da nicht, dass man dort zu teuer kauft. Also ich würde hier dann immer gucken, limitiert halt reinzugehen. Und das ist auch für mich hier dann der Vorteil zu sagen, okay, ich brauche halt eine gewisse Struktur, um dann zu sagen, ich gehe da rein und dann brauche ich halt einen Rücklauf. Viele können limitiert gar nicht handeln. Also sagen wir mal so, ich würde im Nasdaq sagen, zu 80% limitiert handeln. Klar, manchmal, also wenn der Markt langsam ist und okay ist und man hat, und der hält auch an, sag ich jetzt mal, hält sich so ein bisschen an gewisse Volatilitätsparametern, wo man auch Market klicken kann, dann macht das jetzt auch keinen Unterschied. Ja. Ich kann ja hier mal, ich glaube, hier können wir uns das. Da sehen wir es jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber ja, nicht so. Ja, aber das wäre mir dann einfach total. Ja, gut, jetzt habe ich gerade eben hier long gedacht, ja, und 2 Minuten später kann ich das schon wieder ins Grad drücken. Ja. Und das im Übrigen ist für mich aber auch ein Grund zu sagen, okay, also das, was ich so ein bisschen denke im Markt, das wird so schlecht umgesetzt vom Markt und das hilft mir dabei, zumindest auch zu beurteilen. Also ich kann ja nur über mein eigenes Trading reden. Ja, gerade habe ich gesagt, okay, der bricht den Widerstand. Ne? Also ich erzähle euch hier gerade, der bricht hier den kleinen Intraday-Widerstand. Die 5-Minuten-Kerze schließt sogar am Hoch. Ja, also über dem Widerstand drüber, ich würde davon ausgehen, dass das hier weiter, dass der Markt sich weiter nach oben dreht. Und dann sehe ich 2 Minuten erstmal runter bis ans Tief der letzten 5 Minuten Kerze. Und da merke ich schon, allein diese Denkweise zu haben und zu sehen, dass der Markt das überhaupt nicht so ausspielt, wie ich mir das denke, ist für mich ein ganz hohes Alarmzeichen zu sagen, boah, ey. So, und andere Trader klicken das halt alles komplett durch und klar, wenn sie Gewinn machen, ist alles easy, ja, gar kein Problem, aber die Probleme treten ja dann auf, wenn man halt klickt und plötzlich merkt man, okay, hier 20 Punkte minus, da 20 Punkte minus und am Ende macht der Markt das nicht und dann wird es emotional und dann wird es vielleicht chaotisch. Also, muss schon wieder sagen, meine Ideen, die ich schon gerade eben wieder gedacht habe,
gehen überhaupt nicht so auf. Und das ist für mich ganz klar hier ein Alarmzeichen, ja, zu sagen, dann ja, halt nicht. Ja. So, jetzt wollte ich aber die Frage beantworten. Ich lese sie nochmal laut vor, damit sie einfach auch ihr, weil ihr könnt es ja nicht lesen. Ach so, der Thema Limit Orders habe ich ja schon gesagt, genau. Ja, viele können halt mit Limit Orders halt schlecht umgehen, aus dem einfachen Grunde, dass wenn ich jetzt hier unten ein Limit reinlege, dann muss ja der Markt jetzt erstmal fallen, um mich halt abzuholen. Und das können dann viele nicht, ja, und die klicken dann halt Market halt rein. So, also die Volatilität hier innerhalb einer Minute, das sind hier 16 Punkte, also $30 hin und her in der Minute. Das ist schon crazy. So. Ja, ich wollte jetzt nochmal zeigen, wie schnell das halt geht. Ich habe hier schon so noch so ein anderes Tool. Und wenn ich da euch dann, wenn ich da reingehe, nochmal so als Idee, und damit man das mal hier so gesehen hat, ich hole euch das mal hierher. So. Das Ding ist ja datenintensiv. Das hier, was ihr jetzt hier seht, ja, ist ein 2-Sekunden-Chart. Also ein so ein Balken sind 2 Sekunden. Und wenn man jetzt muss man mal reinzoomen. Das heißt, ich ziehe jetzt mal hier so ein bisschen was raus. Das sind 2, 4, 6 Sekunden. Also dieser Anstieg hier, das sind 6 Sekunden. Und wenn ich hier so gucke, dann geht dieser Anstieg von 27 bis 38, sagen wir mal von 27 bis 37 sind 10 Punkte. Ja, das sind im normalen Nasdaq-Future sind das $200 plus oder minus. Und hier dauert es etwas länger nach unten, ja, aber geht es halt genauso schnell wieder runter. Oder jetzt hier die Kerze, die beginnt hier und endet hier in 2 Sekunden. Also wir reden hier über den Sprung, also von dieser einen roten da von 47 bis 41, also in 2 Sekunden. Und 2 Sekunden ist ja so. Da habe ich ja, da sehe ich noch nichts, ja, und bis ich reagiert habe, sind diese 2 Sekunden um und dann ist es ja schon passiert. So, und wenn der nach 2 Sekunden halt wieder 10 Punkte hochdreht, dann habe ich halt ein Problem. So, und deswegen muss man halt schon mit der Volatilität hier jetzt aufpassen, ne? Wenn man jetzt sieht, hier wieder 1 Minute Vollgas wieder runter. Ja. So, nur gut, dass ich jetzt bis jetzt keinen Trade gemacht habe, weil, wie gesagt, ich bin echt froh, weil ich habe hier kein Plassen, also ich persönlich habe keinen Plassen Schimmer, was der Markt hier von mir will. Ja, und auch wenn ich hier rechts mit dem 5-Minuten-Chart so anschaue, ich hab da einfach nicht wirklich was. Genau. Und deswegen halt lieber in so einem Markt limitiert handeln, vielleicht hier unten. Aber ich merke jetzt schon, ja, ich habe das Gefühl, ja, ich muss jetzt für das Webinar hier irgendwie einen Klick machen. Ja, und aber nee. Wie gesagt, jetzt wieder 2 Minuten hier Vollgas runter. Ja, also ich halte mich zurück. Wie gesagt, ich habe gerade Long da oben. Also, dass ich mit meiner Denke nicht in der Spur bin, das sieht man hier. Ich habe hier Long gedacht und der Markt fällt. So, und wenn ich das schon merke, bevor ich den ersten Klick gemacht habe, was denke ich? Vielleicht auch da meine Empfehlung ist, immer mal laut zu sprechen. Was denke ich? Ja, weil so ein Gedanke zwischen Long und Short, der wird im Kopf ganz schnell gedreht. Aber zu sagen, ich denke hier Long, ja, und wenn ich das auch, und das ist ja auch das Schöne hier in so einem Webinar, und ich sehe, dass der Markt das nicht macht, dann weiß ich, okay, das, was ich denke, ist nicht das, was der Markt hier mir sagen möchte. Und deswegen vielleicht ganz gut, Seitenlinie zu bleiben. Ja. Muss man also akzeptieren, wie gesagt, es geht ja hier, ich meine, hier ist es halt ein Echtgeldkonto. Und da muss ich halt überlegen, wo klicke ich da halt, ja. Und jetzt nur wegen Show und Schein mache ich das jetzt auch nicht. Mal sehen, interessant wird es jetzt hier. Mal sehen, ob die Kerze nochmal zurückkommt. Vorhin wurde noch gefragt, ob ich meine Levels noch berechne. Ja, das mache ich noch. Es funktioniert durchaus, aber auch da wieder, wie überall, es braucht halt eine gewisse Phase. Also hier bin ich, also ich habe das Level vorhin schon gehabt, aber ich habe es auch nicht geklickt, muss ich ganz ehrlich sein. Also ich habe es hier auf der linken Seite oben auf meinem Bildschirm gesehen und ich kann euch mal sagen, wo das Limit, also wo ein Verkaufslimit rein nach diesem Setup mit diesen berechneten Levels gewesen wäre.
Ich kann euch mal sagen, wo es unten ist. Vielleicht mal sehen, ob man es, ob es unten trifft. Und zwar 12.671. Also ich handle es jetzt nicht. 12.671. Also ich hier hin. Ja, 71. Mal gucken. Mal gucken, ob er sich die 71 holt. Und dort dürfte er nicht mehr als 20 Punkte nach unten fallen. 71 minus 20 macht 51. Ne? So. Also das wäre jetzt der Trade. Ah ja, hier sieht man es ja, 20 Punkte. So. So. Also das wäre jetzt der technische Limit Trade, dass der Markt bis dahin fällt. Mal gucken. Ah, das sind sogar 69. 69. Ja, das lassen wir mal 71, 70. Ja. Gut. Dann können wir ja mal gucken, ob das passt. Wie gesagt, ich werde es jetzt nicht handeln. Ich ist nicht meins. Ja. Gut, wenn die Kerze so tief fließt, dann könnte es sogar noch anders aussehen. Eine Minute haben wir ja noch. Also da würde ich aber auch selbst das errechnete Level sogar eventuell löschen. Ja. Können wir ja mal gucken, ob er trifft. Also, wir hätten es jetzt genau geholt. Ja, also waren auf den Tick dran. Mal gucken, ob er durchfällt oder wenn es halt gut geht, dann bleibt er hier stehen erstmal kurz, ja, und geht mal mindestens 20 Punkte nach oben. Aber wie gesagt, gerade jetzt auch mit den Fed-Speeches und so. Und wenn die Kerze aber jetzt nicht oben schließt, und das sieht halt schon nicht gut aus, also die Kerze müsste hier oben über 83 schließen, damit das Ding halt durchgeht. Ja, also das heißt, man muss auch gucken, wann man diese Levels halt nutzt. Ja. Und jetzt hat es eigentlich relativ gut durchgenudelt, das Level. Aber es ist ja noch nicht, trotzdem nicht in Stop-Loss gelaufen. Ja. Also von daher ist es noch okay. Und die 5-Minuten-Kerze ist auch nicht fertig. Aber man kann ja mal gucken. Also wir waren jetzt hier Maximum, also bis jetzt Maximum minus 7 Punkte. Jetzt können wir mal gucken, ob man. So, jetzt gucken wir mal, wie weit der hochgeht. Also das wären 20 Punkte, das wäre CAV1, zumindest vom Trade her. Wie gesagt, wenn es richtig gut läuft, naja, es sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Also ich habe es jetzt sowieso nicht gehandelt jetzt gerade. Davon abgesehen. Also CAV1 Trade wäre halt ideal. Frage ist halt immer, was nimmt man? Ja? Wenn ich jetzt, wenn ich sage, ich weiß zumindest, wenn der Markt jetzt wieder im Plus ist, dann weiß ich ja, was er jetzt im Minus war. Und danach berechnet man das, dann könnte man hier sogar bei 14 Punkten auch aussteigen. Ja? So, jetzt gucke ich mal. Und darunter das Level, also falls wir jetzt das Level doch, also falls der Trend jetzt so weiterläuft, dann wird so relativ hier die runde Marke. 12.650. 45. 12.645. Also ich zeichne, ich glaube, der würde ja ausgestoppt werden. Aber glauben heißt ja nicht wissen. So. Also 43 wäre hier das Level. Bei der hohen Volatilität. Muss auch sagen, ist immer der Spielraum ein bisschen größer. So, 43. Aber ich bin jetzt recht oft immer noch mit diesem 20-Punkte-Stop-Loss hingekommen. Ja. Genau. Aber wie gesagt, man sieht das auch, also zumindest wird hier was getan, aber es hält halt nicht so schön. Ja. Ich zeige euch das mal hier. Da sieht man es halt auch. So, guck mal hier, diese gelben Level, das sind diese etwas größeren Limit-Orders im Markt, da unten. Ja, und das hält noch, ja, aber es fehlt jetzt die Auflösung nach oben. Ja, und da muss man dann halt überlegen, ob man dann sagt, okay, ja, und das Ziel wäre bis Richtung 12.700, ne, das wäre das Ziel. 12.700, das wären von hier unten aus 12.700, 30 Punkte, ne, so 30 Punkte ungefähr. Mal gucken, ob was man macht, aber wie gesagt, da hält der Markt hier ganz schön dagegen, ne, also. Tut sich schon schwer. Hier haben wir nochmal eine große Verkaufsorder, die nicht durchgekommen ist.
Und Ziel wäre dann hier oben die große Limit dann wieder wegzunehmen. Also der Markt, der rennt halt von Limit zu Limit. Nicht immer, ja, in einem Trend durchrennt er halt diese Limits. Ja. Aber ich sage jetzt mal, der Trade bis jetzt war jetzt dreimal Plus und Minus, ja, und hätte jetzt sein Target noch nicht erreicht, aber man wäre zumindest nicht komplett mal lost gewesen. Also zumindest war jetzt mal die Idee, also an einem Tagestief long zu gehen. Mit dieser Methode, klar, ist jetzt noch nicht kein Reversal entstanden, so wie hier. Also wenn es richtig gut ist, dann läuft es halt wie hier zur Eröffnung, dass es halt direkt auf die andere Seite drüber geht. Ja. Aber man ist zumindest nicht komplett ins Minus gelaufen. Ja. Also an einem neuen Tief halt hochzugehen. Na, jetzt mal sehen. Wir können das ja mal hier kurz mit offen lassen. Gibt es übrigens auch, FX Flat hat auch Atas als Partner. Da gibt es auch so eine Heatmap, nennt sich das Ganze. Ich muss nur aufpassen, dass ich das hier nicht zerschieße, das Ganze. Weil es halt sehr datenintensiv ist. Na, jetzt hat das zerschossen. So, also, jetzt haben wir es sogar erreicht, plus minus null. Ja, also vielen Dank für die Frage. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier nicht umgesetzt. Ja. Also Ziel wäre, wie gesagt, 12.700 als runde Marke. Dann wäre das CAV ganz gut gewesen. Also was waren wir hier? Maximum im Minus jetzt hier, gab es nochmal einen Punkt tiefer. Also 8 Punkte waren wir jetzt im Minus. Wären jetzt hier 20 Punkte vorne. Und wie gesagt, wenn es gut läuft, dann 30 Punkte. Ja, warum habe ich es jetzt nicht gehandelt? Ja, man muss natürlich daneben auch immer überlegen, traue ich dem Markt das zu? Also man kann alles rein technisch durchhandeln, aber wenn ich halt, ich denke, ich bin halt schon auch so hier und da so ein bisschen Trend-Trader. Also das heißt, ich habe jetzt eine große Limit-Order an der 97 gehabt. Habt ihr die gerade gesehen? War ein bisschen größer hier. Die Order. Also mal gucken, ob wir die 7 schaffen. Ja. Zack, da ist er. Das wäre dann getriggert. Also der Long Trade war da unten am Tief, war doch nicht so verkehrt. Gut, ich kann ja mal das Best of, also das allerbeste Ergebnis wäre 12.724. 12.724. Ja, 12.720. 31. Also 12.720. Ja, passt hier mit dem, das wäre der Best of. Mal gucken. Aber darauf würde ich jetzt nicht gehen. Also, wenn der CAV 1 erreicht, ist ja alles schon gut. Ja, und wenn man es jetzt nur mal sieht von dem, was wir im Minus waren, dann wäre der Trade, wäre das Maximum Minus gewesen. Ja, das war das Risiko in dem Trade. So. Und das war bis dato krass. Ach, 16 Uhr. Naja, gut. Wir haben hier auf die Uhr gerade geguckt. Ja, und das war Maximum Gewinn. So, also von daher war der Trade schon soweit ganz gut. Das sieht wahrscheinlich jetzt gleich ganz hässlich aus. Gucken wir das Blau mal. Ja, machen wir das hier mal aus. So. Ja, so sieht das Chance-Risikoprofil vom Maximum in dem Trade aus. Und wie gesagt, man hätte hier durchaus ja auch plus minus null oder zumindest CAV 1 haben können. Genau. Naja. Gut, also voll krass. Gab es heute gar keinen Trade in dieser ersten halben Stunde. Klar, irgendwo hätte man vielleicht auch reinklicken können, vielleicht hätte man Glück gehabt, dass man das erwischt. Aber ich habe keinen Ansatz gehabt. Wenn ihr einen Ansatz hattet, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben. Ja. So, ah, jetzt ist er wieder da. Also, kann ich nochmal gucken. Also, da seht ihr es hier. Ja, also die 12.700, das Limit da, das haben wir weggenommen. Und da oben das nächste. Ja, jetzt hat das hier unten auch wieder gehalten. Also da scheint schon was zu sein, da unten am Tief. Und das sind dann die nächsten Levels da oben, da, diese gelben. Naja, guck mal hier, da geht es noch hoch, während es hier schon wieder runter geht. Da hängt es schon wieder. Naja. Gut, ich gehe nochmal durch die Fragen durch und wie gesagt, wenn ihr jetzt einen Ansatz hattet oder eine Frage habt, warum ich das nicht, das oder jenes nicht gesehen habe, dann könnt ihr mir das gerne stellen. Da kann ich auch mal drauf eingehen. Wie gesagt, hat ja jeder sozusagen seinen Blickwinkel oder seine Expertise, so auch privat.
Ach so, ja. Genau. Da kann ich auch nochmal drauf eingehen, Sister. Da fehlt uns. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. So, so, ich lese mir nochmal. Ich gehe jetzt erstmal in das GoToWebinar. Gucke ich nochmal rein. Und dann gehe ich nochmal bei Twitch rein. Wie kommst du auf neue Strategien und wann bestimmst du für dich, dass eine Strategie nicht mehr funktioniert? Früher hast du ja, glaube ich, hauptsächlich Euro-US-Dollar getradet. Ich fand das oft so widersprüchlich. Einerseits soll man einen Drawdown seiner Strategie aushalten können, andererseits muss man sich als Trader ja an die Marktmuster anpassen und seine Strategieportfolio erweitern. Genau, also man sollte den Ganzen halt schon auch eine gewisse Toleranzzeit geben, zu sagen, okay, das funktioniert nicht mehr. Also ich bin ja damals in den Euro-US-Dollar zum Beispiel gewechselt, weil halt der DAX mich dort ein halbes Jahr lang angenervt hat. Egal, was ich gemacht habe, der Markt hat nicht wirklich das so gemacht. Also ist klar, gab es immer auch mal Gewinnserien, aber ich bin nie so nach vorne gekommen und zu der Zeit habe ich ja zu 100% vom Trading gelebt. Und dann ist halt für mich die Frage, wie lange gebe ich mich diesem Markt noch hin und wann muss ich halt mal anfangen, mich umzuschauen und zu überlegen, was ich da mache. Und was ich dann gemacht habe, ich habe dort als ersten Schritt Folgendes gemacht. Das ist eine sehr interessante Frage und auch eine wichtige Frage. Was ich gemacht habe, ist, ich hatte Strategien, also ich habe hier meine Strategien und da hatte ich Strategie 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und ich habe gehandelt im DAX. Im DAX. Und der DAX hat sich bewegt und da konnte ich dann sagen, okay, das hier ist Strategie 2 und das ist hier 3 und so weiter. Und dann habe ich das gehandelt, habe das jeden Tag ausgewertet, was ist sozusagen mein Chance-Risikoprofil, was ist mein Drawdown, was ist mein Gewinn und so weiter. So, und dann habe ich halt festgestellt, keine Ahnung, Strategie 2 sagt halt immer Long. Und dann habe ich halt festgestellt, ich gehe rein und der Markt holt mich erstmal raus, ja, Stop-Loss. Und dann steigt er wieder so. Und dann passiert das aber in so einer Regelmäßigkeit, wo ich mir denke, okay, das ist ja, also das kann ich nicht mehr lange durchhalten. So. Also, was habe ich als erstes gemacht? Ich habe jetzt erstmal mein Strategieportfolio, ja, beibehalten und habe dann gesagt, ich gucke doch mal in einen anderen Markt hinein. Also, das heißt, ich habe dann geguckt in den Euro-US-Dollar. Ja, habe dann mir den Dow angeguckt zum Beispiel, der am Nachmittag interessant ist, habe den Nasdaq angeguckt, ja, so, oder vielmehr den ES, ja, den S&P Future. Und dann habe ich geguckt, ob man das da handeln kann. Also habe ich mich hingesetzt, dann halt mal rückwärtig geguckt, wie sahen die Setups aus. Dann habe ich auch mal geguckt im Live-Handel oder im Demo-Handel. Das ist ja auch das Schöne, man kann ja das Ganze auch heute im Demo-Handel dann umsetzen. Früher war das ein bisschen schwieriger, das Ganze. Ja, aber da ging es auch. Man konnte auf Demo schalten. Da habe ich das im Demo gehandelt mal ein, zwei Wochen oder bei entsprechender Software Replay angeschmissen und geguckt, ob man da halt klarkommt. Ja. Und dann war es dann so, dass man dann halt hergeht und merkt, prinzipiell über die Laufzeit, ja, ich meine, ich bin jetzt seit 20 Jahre dabei, ja, da ist es dann halt so, dass ich, oder größer 20, wie muss ich es machen, so, ja, ist es so, dass man dann merkt, Märkte verändern sich im Detail schon auch, ja, also sie. Also wenn ihr euch einen Chart anschaut vom Jahr 2008, der sieht an, also der läuft einfach anders als heute so diese Phase. Ja. So und da muss man halt überlegen, muss ich jetzt in die Strategien halt anpassen. Ja, so und das wäre dann der nächste Schritt zu sagen, gut, ich will aber jetzt im S&P handeln. Das heißt für sich der S&P oder der Nasdaq ist mein neuer Markt. Aber ich habe aufgrund dessen, weil ich den Markt halt jeden Tag beobachte, ja, und auch handle, ja, habe ich halt festgestellt, dass der eine gewisse Eigenart hat. Und aus dieser Eigenart heraus würde ich dann die neuen Strategien dann aufstellen. So würde ich das Ganze sehen. Ja. Genau, also das wäre dann sozusagen meins. Genau. An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wurde ich gerade darauf aufmerksam gemacht. Und zwar, wenn ihr auf die
auf die Homepage bei mir geht, skype-trading.de, dann seht ihr hier oben, wenn ihr euch sagt, okay, Mensch, FX Flat ist ja ein cooler Broker, oder will ich mal ausprobieren, dann könnt ihr hier diesen Link nutzen. Und würde ich mich freuen, wenn ihr den Link nutzt oder bei der Anmeldung sagt, Mensch, ich habe über meinem Webinar von Heiko Behrendt einfach erfahren, was FX Flat so alles kann. Dann könnt ihr das machen und wenn ihr dort euren Namen einträgt, habt ihr einfach die Möglichkeit, wenn ihr draufklickt, mit mir ins Gespräch zu kommen, for free und könnt dann einfach mit mir unterhalten. Und also wie gesagt, bei den meisten kommt kein Coaching raus, weil es ist halt nur für eine gewisse Klientel halt auch. Aber allein zu sagen, Mensch, ich gebe mir mal, also ich brauche so ein bisschen Tipps, Tricks und einfach mal persönlich sich eine Stunde Zeit zu nehmen auch und zu unterhalten. Um das, was jeder, der ja hat, der irgendein Problem hat, was zu lösen ist, im Ansatz mal zu besprechen und dann vielleicht einfach einen Tipp zu geben. Ich habe erst letztens wieder ein Telefonat gehabt, wo ich dann halt auch, wo der gesagt hat, erstmal überhaupt mit dir persönlich zu sprechen, ist schon mal ein Wunder. Und zweitens, vielen Dank für das Gespräch, weil ich ihm einfach aus seiner Situation heraus mal mit meinem Blickwinkel, neue Ansätze gegeben habe. Und das hat, allein das hat ihn schon weitergebracht. Genau. Ja, genau. Also so, das könnt ihr gerne nutzen. Ja? Also wie gesagt, über meine Homepage skype-trading.de könnt ihr das gerne nutzen. Gar kein Problem. Freue mich auch, wenn ich wieder Kundenkontakt habe. Ich habe 8 Jahre lang alleine gehandelt vor mir her. Da ging halt nichts und ja, genau. Gut, also ja, für mich ist der Markt von der Struktur her weiterhin trotzdem nicht schön. Also mir gefällt es nicht. Mein Börsenbuddy Andreas hat geschrieben, er hat mir was gesendet. Der hält sowas auch aus. Der hat dann einen anderen Style, das ist nicht meiner. Sieht aber gut aus. So, hast du gut gemacht. Also, wie gesagt, ich brauche ein bisschen mehr Struktur. Und was mich vor allem jetzt so ein bisschen rausgebracht hat, war Denkweise und das, was der Markt ausgespielt hat. Also bin davon ausgegangen, das kann man hier als gebrochen ansehen und vielleicht höher und nicht gebrochen und dann eher runter. Und wenn ich das halt merke, wie gesagt, ich persönlich, dann ist es für mich schwierig. Denn, und wenn ich diese überlappenden Kerzen sehe, ja, da man kann hier und da auch mal einen Punkt rausholen, sicherlich, aber das kriege ich im Webinar auf alle Fälle definitiv nicht hin. Ja. Genau. Ich hätte einmal das Tief gehandelt, 15:30 Uhr. Ach hier, das hier, ja, zur Eröffnung das Tief. Genau, das ist auch, wie gesagt, also so dieses Kontrahandeln macht aktuell, man muss klar sagen, nicht immer, nicht jeden Tag, aber Kontrahandeln oder zumindest am Hoch zu shorten und am Tief long zu gehen, macht derzeit in vielen Fällen wirklich Sinn, weil der Markt halt diese glatten Trends, also nicht das, was gestern Abend ab 20 Uhr passiert ist, aber wirklich eher selten macht. Ja. Also es ist wirklich so, dass der Markt da ziemlich hin und her geht und vor allem auch der Nasdaq. Ihr seht das jetzt auch hier. Ja, jetzt kommt er wirklich nicht wesentlich tiefer und ja, geht jetzt schon wieder nach oben. Danke für deine ehrliche Einschätzung. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach auch mal wichtig, also wenn. Klar, wenn ihr einen Ansatz habt und sagt, Mensch, ich hätte da jetzt schon längst geklickt und ihr habt damit Geld verdient, dann ist es ja okay. Aber vor allem zu sehen, Mensch, auch der Heiko Behrendt, der das über 20 Jahre macht, wenn der halt nicht zieht, dann handelt der halt auch nicht, ist ja auch schon mal ein Hinweis, ja, dass man nicht denkt, man muss unbedingt handeln. Also es gibt halt Zeiten, da sitze ich so da und dann kann es halt sein, erst 16:30 oder so, Markt hat eine Struktur, die mir dann gefällt, dann handle ich das halt auch. Und vorher, wenn ich kein Zug zum Markt habe. Und was ich jetzt mache, also nach dem Webinar heute muss ich leider auch weg vom Rechner. Aber wenn ich jetzt noch weiter da wäre, dann würde ich wie folgt vorgehen. Ich würde weiterhin zu mir sagen, oh, das ist ein Punkt, den würde ich jetzt short handeln. Und dann gucke ich halt, ob der Markt zum Beispiel das wirklich so ausspielt, dass der halt auch wirklich short geht. Wenn er dann noch hoch geht, dann merke ich, okay, also meine Denkweise, die ich offensichtlich gerade habe, die macht der Markt halt, kann der nicht umsetzen oder ich kann es nicht sehen, ja, weil der Markt jetzt hier komplett nach oben durchgeht. Und dann würde ich entweder sogar auch sagen, ich mache gar nichts, ist dann besser für mich und für meinen Account.
Ja, und wenn ich das halt so feststelle, dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, die letzten 2 Stunden, also ab 20 Uhr, da gucken wir noch mal rein. Oder wenn jetzt um 19:45 nach der nächsten Rede, wenn da vielleicht noch eine Struktur ist, dann ja, so. Und so hange ich mich dann durch den Tag. Ja. Wenn ich jetzt hier schon ein paar Trades abgefeuert hätte, ich habe einen gewissen Flow, ich bin im Markt drinne, ich kann den gut lesen, ja, dann handle ich auch, ja, bis zu einem gewissen Tagesprofit oder meistens höre ich dann halt einfach auf. Also heute ist bei mir auch so, das Trading ist ja nicht mehr wirklich meine Haupteinnahmequelle. Ja. Ich bereite Webinare vor, ich bereite Coachings vor, ich telefoniere viel. Von daher ist das für mich auch ist genauso befriedigend. Da ist es dann halt einfach so, dass ich dann meistens sagen muss, ich handle nur noch von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Länger kann ich gar nicht handeln, weil sonst so viel Arbeit liegen bleibt, dass ich sonst immer bis abends 20 Uhr im Büro sitzen würde. Und das würde mit meiner Freundin wäre das nicht vereinbar. Gut, jetzt gehen wir nochmal schnell rüber zum Twitch. Gucken da nochmal rein. Da Applaus von Twitch. Gut. Ja, sonst habe ich jetzt keine weiteren Fragen oder habe ich es überlesen. IB war hier nochmal. Ja. Genau. Also wie gesagt, da war es nochmal jetzt. So, jetzt ist hier. Hat sich pünktlich hier. Soll das ein Zeichen sein, dass ich langsam aufhören sollte hier? Hat sich. Ich habe schon hier überall geguckt, ob bei BMW irgendwas ist, aber das Thema kennen wir bei dir, ja. Ja, das ist echt nur bei mir im Webinar, ne? Und es liegt auch mit recht hoher Wahrscheinlichkeit an GoToWebinar, weil gestern da passiert das auch. Und es ist egal, ob im Demokonto oder jetzt im Echtgeldkonto, wie hier gerade. Ja, es passiert immer wieder. Ja. Na gut, wir kriegen das Problem irgendwann gelöst. So. Das sieht jetzt für mich so ein bisschen nach Short aus. Also das wäre jetzt so mein letzter Sagen, wo ich sage, okay, nach dieser Kerze würde ich Short denken, pass auf. Und wenn der jetzt hochgeht, dann würde ich einfach die Rechner auch ausmachen. Der 5-Minuten-Chart sieht für mich schon wieder so hässlich aus. Also ich bin echt froh, ganz ehrlich, ich bin wirklich froh, dass ich keinen Trade gemacht habe. Weil ich kann nicht mal sagen, ich könnte nicht mal sagen, dass ich diesen Short, den habe ich A nicht gesehen und hätte auch nicht gemacht. Also haben wir auch nicht gemacht. Oder zu sagen, ich hätte. Oder in der Nachbetrachtung zu sagen, ich habe es halt nur nicht geklickt. Ja. Wie gesagt, von daher, das wäre der einzige Trade, der jetzt für mich sinnvoll wäre, den ich aber A nicht gesehen habe und deswegen auch nicht gemacht habe. Ja. Der Long hier, okay, der wäre auch noch okay gewesen. Da hätte ich zumindest eine Analogie gehabt, eine Logik, eine Systematik dahinter. Der wäre soweit noch okay gewesen. Aber jetzt seht ihr das ja. Also ich bin auf alle Fälle schief gewickelt. Ja. Genau. Ja. Also von daher ist es ganz gut, dass ich nichts gemacht habe, weil kein Trade heißt definitiv auch nichts verloren. Das sollte man sich als erstes mal sagen. Verdient kommt ja erst nach nichts verloren. Ja. Die meisten wollen halt immer verdienen und verlieren. Ja, und ich bin ganz froh, weil, wie gesagt, ich merke jetzt schon, wenn ich allein meine Denkweise passt aktuell nicht zum Markt. Von daher werde ich auch heute wahrscheinlich gar nicht mehr handeln. Ja. Und jetzt den Long hier aus dem Tief heraus, na, kommt, wie gesagt, wäre jetzt für mich auch nichts gewesen. Ne? Ja, von daher alles gut. Alles gut. Nichts verloren heute. Auch nichts verdient, aber alles gut. So. Genau. Na, es gibt sicherlich US-Eröffnungen, die sind ein bisschen besser, aber wenn ihr euch auch mal den Montag anschaut, der Montag war ja auch, wir können das nochmal als letztes reingehen, dann würde ich aber das Webinar so langsam beenden. Wie gesagt, ich mache heute sowieso keinen Trade. Damit habe ich mich jetzt innerlich schon einfach abgefunden und das ist okay für mich. Ja. Weil ich habe jetzt den Markt dreimal versucht, eine Richtung zu sehen, die nicht eingetroffen ist. Also was soll ich da an dem Markt halt? Ja, und von daher alles gut. Genau, ich wollte nochmal ganz kurz auf den Montag gehen. Und so, das ist der Dienstag. Aber hier, das ist die Eröffnung von gestern. Schaut euch mal das. Also für mich, das ist gestern so die ersten paar Stunden. Absolutes Gehacke. Ja, ist gerade echt schwierig, ja. Und das ist der Montag, der ist ja auch so. Montag. Hier, das ist der Montag.
40 Punkte im 1-Minuten-Chart, ne? Wir sind hier im 1-Minuten-Chart, 40 Punkte hin und her, sind im Mikro-Future $80 plus minus pro jede Minute. Ja. Ja, schon schwierig. Was ich halt ab und zu nochmal mache bei sowas, wenn ich halt so einen Drive oder einen Plop erwarte, also wenn ich sehe, dann versuche ich mich da manchmal mit reinzuhängen. Das kommt auch schon vor, aber bei solchen schnellen Drehungen ist es dann auch eher gefährlich, ne? Also ich glaube, jetzt gab es hier so einen Plop auf der Oberseite. Ich habe schon Nein, deinen ich Plop probiere. vermisst. Mein Plop, ja. Heute hat nichts geploppt. Heute hat es gefloppt. Aber das Gute ist, der Flop hat zumindest nichts gekostet. Das ist ja schon mal herrlich. Ich feiere das als Erfolg heute. Also Erfolg für das heutige Webinar ist, dass ich rechtzeitig für mich erkannt habe, dass ich in dem Markt keinen Vorteil habe, also meine Sichtweise nicht funktioniert und ich deswegen auch nicht gehandelt habe und damit halt nichts verloren habe. Das kann man ja auch als Erfolg mal feiern. Ja. Ist auch manchmal mehr wert, als wenn man dann abends ans Konto reinguckt und denkt, huch, da fehlen irgendwie $1.000, was habe ich gemacht? Ja, so. Genau. Ja gut, wie gesagt, dadurch, dass ich eh nicht handle, wir haben es nach 16 Uhr, die neue Stunde, da die jetzt auch, ja, hier der Markt ja in den letzten Minuten die Stundenkerze ja nochmal von weiß auf schwarz umgebogen. Oh, was natürlich jetzt hier spannend wäre, das Level habe ich mir gar nicht eingezeichnet, aber das war ja die letzte Stunden Außenkerze. Also das Level hier, falls wir das noch halten können, oh, das ist ja eine grelle Farbe. Falls wir das hier verteidigen können, das wäre vielleicht noch eine Idee aus dem Stundenchart heraus, dass das Level vielleicht hält, diese Stundenkerze, diese lange. Ja, genau. Ja, aber die jetzige Stunde hat ja jetzt noch 40 Minuten. Und ob er das wirklich schafft, hier oben muss man ja mal sehen, ja, ob er hier oben dann das Hoch dieser beiden Stunden rausnehmen kann oder auch darüber schließen kann. Ja, das muss ja der Markt erstmal zeigen. Kann ich mir jetzt aktuell auch nicht so wirklich vorstellen, aber ihr wisst ja, was ich mir heute vorgestellt habe und was der Markt gemacht hat, hat er nicht zusammengepasst. Also von daher kann man da aktuell nichts drauf geben. Ja. Da kann man nicht wirklich was drauf geben. Aber es sieht hier von dem, und das ist ja auch spannend, dass der Markt hier die neue Stunde auch nochmal das Tief der letzten Stunde rausnehmen musste, um dann erst zu steigen. Das ist vielleicht auch eine Idee, nicht zu sehr, also wenn ihr auch sowas habt, nicht immer im 1-Minuten-Chart rumzueiern, sondern hier vielleicht auch mal auf den 5-Minuten-Chart zu klicken und dann dort zu gucken, ob man da was sieht. Aber wie gesagt, ich habe keinerlei Zugriff auf den Markt, von daher bin ich zufrieden. Habe ich jetzt mich ja nun mehrfach wiederholt. Ich kann euch mal, auch so, wir sind hier in das obere Level jetzt reingelaufen. Ja, das wäre sogar noch gültig gewesen. 12.730. Das gucken wir jetzt mal nochmal, wie die 5-Minuten-Kerze gucke ich mir an. Also hier wäre das Limit Tell gewesen und das wäre sogar noch gültig gewesen. 12.730. Das ist das, wenn man so viel andere Themen beredet, ne? 12.730. Nicht mehr als 20 Punkte minus. Das können wir jetzt hier so hier mit dem machen. So, 20 Punkte, 30, 20 Punkte. Oh, ist das soweit? So. Und Profit 20 Punkte. Haben wir die hier schon erreicht? Na. Von der 30. So, da gucken wir mal. Ich sage euch mal das Top. Warte, wir machen das hier. Das ist, wie gesagt, habe ich jetzt völlig verschnattert. Aber ich habe es noch gerade gesehen, weil ja ich auf einen anderen Bildschirm geguckt habe und da dachte ich, Mensch, jetzt sind wir ja genau da hochgelaufen. Ich zeige euch das nochmal hier mit diesem, da, das Level. Da. Ja, das war das von. Mal gucken, ob ich es. Warte, ich gucke mal, ob ich es hier drauf kriege. So. Ja. So, hier oben, da seht ihr das. Da wurden die großen Orders gehandelt. Wie gesagt, das Interessante ist, dass genau das, was ich hier im Orderflow sehe, also hier diese großen Dinger da, groß ist übertrieben, aber dass das komischerweise auch über Berechnungen funktioniert. Also A, der Orderflow zeigt und die Berechnung passt dazu auch. Ja. Habe ich halt irgendwann mal entdeckt, als ich da das drüber gelegt habe und dachte ich, Mensch, hä, das passt ja genau zusammen. So, jetzt pass auf, jetzt hau ich euch das Best of Level rauf. So war das. Voll krass, hä, wie die 5-Minuten-Kerze umdreht. Jetzt gucken wir mal.
Oder? Ich hätte aber ich das auch noch. So. Also Best of 12.678. 12.678. Hier, bis dahin. Ja, sogar das Tief der Kette. Aber das wäre natürlich, das ist dann, das sind die, eigentlich bei den errechneten Level sind das schon die Mega-Entries. Also das hat, und das ist halt der Vorteil auch, dass das halt mit Charttechnik nichts zu tun hat. Und das ist halt wirklich manchmal so Levels sind, wo ich denke, ey, da falle ich erstmal total vom Glauben ab. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Markt dort umdreht. Also bei dem, was ich jetzt gerade euch gesagt habe, wäre es so gewesen, man hätte hier oben auf der 32 oder 31, nee, 30 waren es, ne? Auf der 30 hätte man eine Limit-Sell-Order eingegeben. Dann hat man ja im Sell-Trader noch die Limit-Pullback-Order. Das heißt, vielleicht wären wir sogar bei 31 oder 32 vielleicht sogar ausgeführt worden. Und jetzt seht ihr mal, was der Trade hier Maximum im Minus war und jetzt mit der neuen 5-Minuten-Kerze hier nach unten kracht. Also wir waren Maximum halt irgendwie 5 Punkte im Minus und stehen jetzt hier 40 Punkte vorne. Und wie gesagt, das Top-Level ist ja gerade das hier drüber. Ah, nee, na, es ist, warte mal. Jetzt, wir gucken mal, warum habe ich das eigentlich weggezogen? Hätte ich aber sagen können, Mensch, da ist es doch so. 12,7. Ja, knapp verfehlt. Das sind aber, wie gesagt, ich kann da jetzt nicht so drin rumziehen und wenn ich hier noch das Fadenkreuz anmache, das sind gar nicht 78, sondern 80. 80 sind es. Na gut, 80. Waren wir bei 80? Ja, noch nicht ganz. Also jetzt gucken wir mal, ob das Ziel angelaufen. Ja. Interesting. Aber nicht jede gelbe Linie ist dann halt entsprechend, also der kann auch weiterlaufen, gar keine Frage, aber das wäre natürlich dann schon ein Mordstrade, ne? Also wenn man das CRV von dem Trade sieht, das ist dann schon echt brutal. Aber das muss man sich erstmal vorstellen. Also ganz ehrlich, wer hat sich jetzt das vorgestellt, dass der Markt die 5-Minuten-Kerze so hoch schließt und die nächste so tief geht? Finger hoch. Alle hoch. Eins in Chat. Eins in Chat. So. Ja, aber schon krass. Also. Oh, hier, da gibt es ja welche. Jetzt brauche ich den Grund noch dafür. Damit ich auch was lerne. Ach, Doppeltop. Ja, das ist aber weit weg vom Doppeltop. Da sind wir noch 20 Punkte weg vom Top. Immer Auslegungssache natürlich. Ja, man kann natürlich auch sagen, hier dieser alte Widerstandsbereich, ne, den wir hier vorher eingezeichnet haben, ne, der hätte auch getroffen. So, der hier. Weil ich short bin, genau. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe es also. Ich hätte es ja eh nicht gehandelt und sowieso habe ich das überhaupt nicht mehr gerade auf dem Schirm gehabt. Ne? Aber das CRV sieht mal von dem Trade aus einfach cool aus. Die Kerze läuft bis hoch an dieses Level ran und wieder weg. Und da gibt es einige solche Trades, die ich damit schon eingefangen habe, wo ich mir manchmal denke, fernab von jeglicher Charttechnik oder auch meiner persönlichen Gedankenwelt, voll krass, wie das funktioniert. So, jetzt muss ich natürlich auch in den Chat reingucken. Wenn ich das schon gesagt habe, na, jetzt habe ich es hier nicht gemacht. So. Ja. Mein eigener Kontra-Indikator bin. Genau. Ich denke long, dann sollte ich short handeln, also handle ich doch long. Ah, lustig. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, ihr seid durch diese Session oder durch das Geballer hier gut durchgekommen. Ich, wie gesagt, bin ganz persönlich froh, dass ich heute nicht gehandelt habe. Muss ich wirklich, wirklich, bin echt ehrlich, weil bei 40 Punkten minus auch mal irgendwie, also 40 Punkte sind ja um die $80 minus. Also hier irgendwie auch, also jetzt mit einem Mikro-Future mal 100, $200 minus hinzubekommen, das ist, glaube ich, hier relativ einfach. Und wie gesagt, ich habe keinen Dunst, was der Markt hier vorhat. Immer wenn ich in die eine Richtung denke, macht er genau die andere. Und von daher bin ich echt froh, dass ich nichts gehandelt habe. So, jetzt haben wir es auch 16:30 Uhr. Eine gute Zeit. Ja, und ja, das berechnete Level am Ende
hätte es nochmal gebracht, aber wie gesagt, habe ich sowieso nicht gehandelt. Aber zumindest konnten wir hier live im Webinar nochmal sehen, wie dieses berechnete Level, was ich, wann habe ich das erzählt? Ich glaube, da war der Markt hier vorne irgendwo, ja, dass er das noch geholt hat, aber das habe ich auch völlig aus den Augen verloren. Ja, das habe ich erst gesehen, als der dort war und dann hat es kurz gerattert im Kopf und dann dachte ich, ah, das war doch das errechnete Level. Aber zu sehen, dass der Markt halt wirklich dorthin läuft und mal gucken, wie das im 1-Minuten-Chart aussieht. Also wirklich schon krass, ja. Der Markt halt, ja, rennt wirklich da bis da hoch. In 1 Minute hätte unsere Limit-Order hier abgeholt. Ja, und da waren wir ja wirklich nur ein paar Sekunden. Also man wäre wahrscheinlich, wie gesagt, ein paar Sekunden im Minus und dann direkt halt nach unten weg. Also das, ich finde es schon krass, muss ich ehrlich sagen. Gut. Ich habe keine Ahnung, was der Markt heute vorhat, wie es weitergeht. Es war mir trotzdem ein schönes Webinar, auch ohne Trade. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen aus der ganzen Geschichte und habt auch einen Mehrwert gehabt. Und wie gesagt, die Berechnung, die sage ich euch jetzt nicht, weil das daran habe ich lange, also ich habe es entdeckt und der Bäcker verrät ja auch nicht sein Backrezept. Deswegen, das sage ich euch nicht. Ja, aber alles andere schon. Ja. Genau. Ja, an der Stelle, mich freut es natürlich, wenn wir uns dann nächsten Monat wiedersehen. Ich habe hier so einen schönen Börsenkalender. Und der Achter-Dritter nächste, müsste es sein, ne? 8.3., genau. Genau, 8.3. So ist es. 8. März, da ist doch, ist das hier Frauentag oder was ist denn? Der achte Dritte. Ist das doch auch ein Feiertag noch? Also hier ist so ein Frauen. Vergesst mir übrigens nicht den 14.2. Alle Männer da draußen. So. Genau. Schon mal Sehr gut. vorgedacht. Ich habe schon einen Hinweis bekommen. Richtig. Ja, nächste Woche ist soweit. Also, war trotzdem super Webinar. Hat mich gefreut. Vielen, vielen lieben Dank für die vielen interessanten Fragen, die ihr mir gestellt habt. Für den coolen Austausch einfach, der dadurch möglich war. Vielen Dank auch an Andreas, dass er das Ganze gestreamt hat hier und ja, Wahnsinn, 100, ne, jetzt sage ich es dir, 179 Leute sind dort online. Unglaublich. Unglaublich. Auch von meiner Seite ein riesen vielen Dank an Andreas und natürlich an alle Zuschauer. Da hat mich gefreut, dass ihr da zugekommen seid und vielen Dank natürlich auch an alle, die hier dabei waren und ein riesen Dankeschön an Heiko für das Webinar. Wie immer sehr interessant, ein riesen Mehrwert, ob mit Trade oder ohne Trade. Du hast immer interessante Sachen dabei und vor allen Dingen ja, macht es einfach Spaß. Ich freue mich auch auf den nächsten Termin. Bis dahin, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Viel Erfolg diese Woche noch beim Traden und ja, hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Genau. Und ihr könnt doch mal am Ende gucken, ob hier das nächste Level hält. Da wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Heiko. Ciao.